des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis. Aus Gnaden seid ihr gerettet durch Glauben. Nicht aus euch, Gottes Werk ist es. Dieser Satz steht über diesem Sonntag, über der beginnenden Woche. Das Thema dieses 5. Sonntags nach Trinitatis ist es, dass Menschen gerufen werden, dass Gott Menschen in seinen Dienst nimmt, seinen Dienst ruft. Und er folgt damit nicht unbedingt der Logik, der wir Menschen folgen würden. Die, die er beruft, das sind nicht die Größten, Stärksten, die immer von allen gesehen werden. Die, die er in seinen Dienst ruft, sind nicht die, die sich nach vorne drängen und sagen, Herr, nimm mich. Die, die er in seinen Dienst ruft, die sucht er sich aus nach seiner Logik. Wir beten mit Worten des 73. Psalmes. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Ihr seid im Vater. Lass uns deinen Ruf hören und danach handeln. Lass uns wahrnehmen, welche Begabungen du uns schenkst und sie einsetzen. Öffne unsere Augen, dass wir unsere Schwestern und Brüder an unserer Seite begreifen und sehen, dass wir zu einer Gemeinschaft werden. Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen. Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Halleluja.
Wir stehen im Morgen aus Gott ein Schein, durchblitzt alle Gräber, es bricht ein Stein. Erstanden ist Christus, sein Tanz entstein. Halleluja, 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 es bricht ein Stein. Halleluja, 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 ein Tanz erzeugt. Ein Tanz, der um Erde und Sonne kreist, der Reigen des Christus voll Kraft und Geist. Ein Tanz, der uns alle dem Tod entreißt. Halleluja, 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 es bricht ein Stein. Halleluja, 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 ein Tanz erzeugt. An Ostern, oh Tod, war das Weltgericht. Wir lachen, wir feiern dein Angstgesicht. Wir lachen dich an, du betrost uns nicht. Halleluja, 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 es bricht ein Stein. Halleluja, 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 ein Tanz setzt ein. Wir folgen dem Christus, der mit uns zieht, stehen auf, wo der Tod und sein Werk geschieht. Im Aufstand erklingt unser Osterlied. Halleluja, 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 es bricht ein Stein. Halleluja, 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 ein Tanz setzt ein. Am Ende durchziehen wir von Angst befreit, die düstere Pforte zum Tanz bereit. Du selbst gibst uns Christus das feste Leid. Halleluja, 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 es bricht ein Stein. Halleluja, 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 ein Tanz setzt ein. Das Evangelium für den fünften Sonntag nach Trinitatis steht im Evangelium nach Lukas im fünften Kapitel. Es ist zugleich unser Predigttext. Es begab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.
denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Lob sei dir, Christus. Amen. Wir glauben Gott im höchsten Thron, wir glauben Christum, Gottes Sohn, aus Gott geboren vor der Zeit, allmächtig, allgebenedeit, Halleluja. Wir glauben Gott, den Heiligen Geist, den Tröster, der uns unterweist, der fährt, wohin er will und mag, und stark macht, was da niederlag. Halleluja! Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf, den Sohn, der annimmt unsere Not, litt unser Kreuz, starb unsern Tod. Halleluja! Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand und kommt am Tag vorherbestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt. Halleluja! Den Geist der Heilig ins Gemein lässt Christen Christi Kirche sein, bis wir von Sünd und Fehl befreit ihn selber schauen in Ewigkeit. Halleluja! Gottes Friede sei mit uns allen. Amen. Simon war Fischer schon viele Jahre lang. Sein Vater und sein Großvater waren es auch. Er kannte den See sehr gut. Er hatte Erfahrung und die Männer, mit denen er zusammenarbeitete, auch. Sie waren Experten für Fische und den See. Sie wussten, man kann sie nur nachts dort fangen, wenn sie sich aus dem Versteck herauswagen. Und sie hatten genau das getan. Und dann kommt da dieser Fremde, dieser Jesus. Er predigt. Und dann sagt er zu Simon: Fahr dort hinaus, wo es tief ist, und werft da eure Netze aus. Wie wird es Simon damit gegangen sein? Innerlich aufgeregt. Was bildet der sich ein? Der hat doch keine Ahnung. Warum sagt er mir sowas? Ich weiß es doch. In seiner Antwort höre ich beides heraus. Verzweiflung vor allen Dingen. Herr, wir waren die ganze Nacht unterwegs und wir haben nichts gefangen. Die Nacht um die Ohren geschlagen. Müde und kaputt und vor allen Dingen, wie soll die Familie über diesen Tag und über die nächsten Tage kommen, wenn sie nichts gefangen haben? Und dieser Verzweiflung höre ich in der Antwort des Simon. Aber dann das Durchringen: Ich will es doch tun. Ich will doch tun, was du sagst. Vielleicht ist seine Hoffnung wieder angestachelt. Vielleicht fangen wir ja doch noch etwas.
Vielleicht geht es ja doch noch gut aus. Er greift nach jedem Strohhalm, so wie wir das tun, wenn ein Mensch krank ist und wir alles an Medizin ausprobieren, was es nur gibt, auch wenn wir schon verzweifelt und erschöpft sind. Simon also lässt sich auf das ein, was Jesus ihm sagt. Aber was werden wohl die anderen sagen? Was werden wohl die anderen sagen, die genau die gleiche Erfahrung gemacht haben wie Simon bisher, die den See genauso gut kennen wie er, wenn er diesem Fremden, der doch keine Ahnung hat, jetzt folgt? Wie ist das, wenn wir auf Gottes Wort uns einlassen, gegen das, was die anderen denken oder gar sagen? Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer wieder Noah, der sich mitten in der trockenen Zeit ans Land stellt und ein Schiff baut, zum Spott seiner Zeitgenossen. Er hat Gottes Wort gehört und die anderen machen sich über ihn lustig. Aber auch in unserer Zeit, wie ist das, den Kolleginnen und Kollegen zu sagen, ich gehe am Sonntag in die Kirche, zu sagen, ich bin auf Kraft, auf Hilfe von außen angewiesen. Ich vertraue auf einen Gott, den man nicht sehen kann. Ich erinnere mich noch an Jahre, in denen ich meine Bibel mit Unsicherheit nur gezeigt habe. Was werden die Mitsoldaten im Zimmer wohl sagen, wenn sie die Bibel sehen und ich in ihr lese? Und dann das Durchringen, doch, ich vertraue auf das, was ich von Gott gehört habe. Ich vertraue auf das, was mir da begegnet. Und es ist mir egal, was andere über mich denken oder sagen. Wir haben die Worte von Paulus gehört, von der Torheit des Kreuzes. Es ist doch egal, was die anderen sagen. Wichtig ist doch das, worauf ich vertraue und was mir Halt gibt. Simon also ringt sich durch und er vertraut Jesus. Warum wird er das gemacht haben? Unmittelbar vorher erleben die anderen, wie Jesus Menschen heilt. Darum wird er Zutrauen haben zu Jesus, der die Dämonen besiegt, der die Krankheiten besiegt, der sich nicht abschrecken lässt vom Fieber der einen. Und er hört ihm zu. Jesus, der predigt. Die Menschen wollen ihn hören und Jesus redet und Simon ist ganz dicht dabei. Er sieht und er hört und er spürt. Er spürt die Art, wie Jesus ihn anredet. Der Satz Jesu, fang doch mal dort, wo es tief ist, wird nicht von oben herab gesagt worden sein, sondern wirklich mit warmem Herzen, im Sehen dessen, wie verzweifelt Simon ist. Simon also fasst Vertrauen und folgt. Er wirft die Netze aus und siehe da, die Netze sind voll. Die anderen müssen helfen, es ist mehr, als sie tragen können. So reich beschenkt sind sie. Doch an die Stelle der Freude tritt das Erschrecken. Simon begreift, was es mit Jesus auf sich hat. Jesus nicht nur ein kluger Ratgeber, sondern in dem Erschrecken wird deutlich, dort in diesem Jesus begegnet ihm Gott. Er erfährt Gottes Nähe und in dieser Nähe Gottes das Erschrecken über sich selbst. Ich bin ein Sünder. Ich bin doch nur ein schwacher Mensch. Im Angesicht Gottes begreifen wir das, was wir im Angesicht der Welt meistens verdrängen wollen. Dieses Erschrecken, geh von mir, ich bin ein schwacher Mensch, du aber bist der starke Gott. Und Jesus, fürchte dich nicht, sagt er. Die Botschaft, die die Engel immer wieder sagen, immer dann, wenn Menschen Gotteserfahrungen machen, fürchte dich nicht, vertraue, ich bin da, ich behüte dich. Doch dann bekommt Simon den Auftrag, du sollst Menschen fangen. Menschen fangen, Menschen, die Botschaft Gottes weitersagen,
Menschen einfangen, damit sie Halt finden und gehalten werden. Erinnern wir uns an den allerersten Satz, den Jesus zu ihm sagt: Fahre dorthin, wo es tief ist. Fange Menschen nicht dort, wo sie in Wohlstand und Freude sind, wo es allen gut geht, sondern geh dort zu den Menschen, wo es tief und dunkel und schwer ist. Gehe zu den Menschen, die Hunger haben. Gehe zu den Menschen, die Angst haben vor Krankheit. Gehe zu den Menschen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Gehe zu denen, die ängstlich oder allein sind. Gehe zu denen und gib ihnen die Botschaft weiter, die Botschaft: Gott liebt dich. Gott hat eine Aufgabe für dich in dieser Welt. Er wendet sich dir zu, er gibt dir Begabungen und Fähigkeiten, die du brauchst. Liebe Gemeinde, geht in die Tiefe. Geht dahin, wo es tief ist, geht dahin, wo Menschen euch und eure Zuneigung, eure Worte, euer Lächeln, eure helfende Hand brauchen. Das ist Gottes Weg für euch, Gottes Weg für uns. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, empfangen und werdet meine Zeugen sein und werdet meine Zeugen sein. Gott, du rufst uns Menschen in deinen Dienst. Wir bitten dich für alle, die sich zum Dienst gerufen wissen, die sich anderen zuwenden. Wir bitten dich für die Ärztinnen und Ärzte, für die Krankenschwestern und die Pfleger, für alle, die Kranke besuchen und begleiten. Stärke sie. Herr, du rufst Menschen in deinen Dienst. Wir bitten dich für alle, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, die den Mund auftun für die Stummen, die ihre Hand öffnen für die Schwachen. Wir bitten dich, stärke sie. Wir bitten dich, guter Gott, für alle, die sich in deinen Dienst rufen lassen, für alle, die von ihrem Glauben erzählen, ihren Kindern und Enkeln, ihren Freundinnen und Freunden, ihren Nachbarn. Wir bitten dich für alle, die um des Glaubens willen verfolgt werden. Behüte und stärke sie. Du rufst Menschen in deinen Dienst, guter Gott. Wir bitten dich für uns, deine Gemeinde, dass wir ein Werkzeug deines Friedens in dieser Welt sind. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Und so geht im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.